Hallihallo, heute mal ein Tipp von unserem zusammengebastelten Android-Gerätchen. Was war passiert? Ich wollte von meinem Android-Gerät Remote mein Ubuntu steuern. Ist normalerweise kein Ding, gibt's Remote to Go oder andere Apps fürs Tablet. Gut, hier mal demonstriert Ubuntu 12.04 LTS. Alles wunderbar, ne? Wunderbar, jetzt könnte man meinen, jetzt kann er losgehen hier mit Touch und wunderbar. Gut, Problem ist, ich habe natürlich hier keine On-Screen-Tastatur. Eine externe will ich nicht anschließen oder die reagiert nur auf amerikanisch. Und das Problem ist, zum Beispiel wenn man Onboard benutzt, ja, Onboard anzeigen, dass hier das aussieht wie bei Rudi Carrell. Ne? Welches Fragezeichen hätten Sie denn gern? Ne? Das ist... ja, gut, benutzen könnte ich es theoretisch schon, wenn hier nicht nur Fragezeichen wären. Ne? Große Fragezeichen, wie, was mache ich jetzt? Ja, jetzt melde ich mich mal wieder ab. Abmelden. Auf einem anderen PC, auf meinem Laptop, habe ich da schon mal vorbereitet, sehr viel vorbereitet. Ah, das sieht wieder wunderbar aus. Hier unter Ubuntu Mate habe ich mir einen Starter gemacht. Und die Lösung des Problems ist XVKBD, ein virtuelles Keyboard. Entweder zu starten über das Terminal oder halt manuell oder mit einem Starter, wie auch immer. Gut, jetzt habe ich sie sogar zweimal gestartet. Kann man hier sehen, mache ich mal das zweite zu. Und ich kann jetzt etwas eingeben hier ins Terminal, ja. Ohne das Rudi Carrell, welches Fragezeichen hätte ich sehr gern, ja. Das mit der Nase, so. Na gut, jetzt muss ich natürlich den Fokus drauf haben auf dem Ding, wo ich bin. Hier braucht es dann ein wenig Experimentierfreude, Fokus oder wie auch immer, Fokus, Fokus. Ja, irgendwann geht's dann. Wie der sie. Geht. Ne? Wir haben auch Sonderzeichen, ne? Zum Beispiel wenn mal ein Minus nicht geht oder ein Plus, kann man benutzen auch Funktionstasten. Hätte ich hier wie zum Beispiel Alt und F4. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen von dem virtuellen Keyboard namens XVKBD zu finden im Ubuntu Software Center.